Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem dritten gemeinsamen Termin, zu unserer dritten Session von der Social Media A-Vorlesung. Heute die verflixte Nummer 3 sozusagen, ein etwas unter Anführungszeichen sperriges oder primär juristisches Thema, die DSGVO oder GDPR, Datenschutzgrundverordnung oder General Data Protection Regulation. International, jenes Regelwerk, das die Europäische Union verabschiedet hat und das seit 25. Mai 2018 verbindliches nationales Recht ist in den einzelnen Staaten. Das hat gravierende Auswirkungen auf den Umgang mit persönlichen Daten im Businessleben vor allem und natürlich ganz speziell im Bereich Social Media. Wir haben ja in der letzten Woche auch schon ein wenig über Datenschutzprobleme angeschnitten bei Social Media Thematiken. Wie können diese Daten, die da gesammelt werden, möglicherweise für Manipulationen eingesetzt werden, sei es jetzt im politischen Bereich oder sei es im kommerziellen Bereich. Letztendlich ist ein Problem, das da ja immer dahinter steht, dass diese Netzwerke bzw. die Anbieter, die Infrastruktur für Außenstehende weitgehend eine Blackbox sind. Das heißt, letztendlich weiß nur Facebook oder weiß nur Google, was genau auf deren Servern passiert, welche Daten da wirklich gespeichert werden. Und selbst, das ist sicherlich eine der Schwierigkeiten in der digitalen Welt, selbst wenn man an das Pendant zu einer Hausdurchsuchung denken würde, zu einer digitalen Hausdurchsuchung und wenn jetzt Behörden oder die Polizei Zugriff bekämen auf diese Systeme, das sind hochkomplexe Architekturen und das ist alles andere als trivial für einen Außenstehenden, das Ganze, wie es im technologischen Bereich heißt, zu reverse-engineeren. Was die Speicherung von Daten grundsätzlich betrifft, da ist es ja so, dass wir im Online-Bereich und im Social-Media-Bereich bewegen wir uns immer innerhalb der Struktur des Internet. Das ist jetzt, vielleicht denken Sie sich jetzt, wow, was ist heute mit ihm los? Jetzt erzählt er uns die ganze Zeit Selbstverständlichkeiten im Brustton der Überzeugung. Ich stelle es deshalb so heraus, weil diese Infrastruktur oder die Art und Weise, wie das Internet passiert, die ist entstanden in einer, ich sage mal, relativ spezifischen Situation. Es gibt ja zwei Gründungslegenden zum Internet, dazu gleich später mehr. Julia Jeuter, das war die DSGVO, auf Deutsch Datenschutzgrundverordnung, oder dasselbe, die internationale, die englische Bezeichnung GDPR, General Data Protection Regulation. Das ist also dieser Korpus, dieser Gesetzeskorpus, diese Summe von Bestimmungen, die seit Mai 2018 den Umgang mit persönlichen Daten regeln innerhalb der EU. Ich sage das mal deshalb ganz abstrakt, weil es sich eben nicht nur auf den digitalen Bereich bezieht. Wenn Sie ein vollständiger Computerverweigerer wären und beispielsweise in Ihrer, ich sage mal, Shiatsu-Praxis alles analog erledigen, einen Zettelkasten haben, in dem Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden und so weiter drin haben, auch dann gelten die Bestimmungen der DSGVO. Das ist gar nicht so zentral, dass die Daten digital abgespeichert werden und sind relativ komplexe Bestimmungen. Aber damit nochmal kurz zurück zu diesen zwei Gründungslegenden des Internet. Je nachdem, wo Sie nachlesen, werden Sie da zum einen diese Story finden, dass sich die USA oder vor allem die amerikanische Verteidigungspolitik überlegt hat vor dem drohenden Szenario eines möglichen Atomkriegs. Sie wissen ja, Kalter Krieg, Wettrüsten in den 60ern, 70ern und 80ern des vorigen Jahrhunderts, des vorigen Jahrtausends, am Ende des vorigen Jahrtausends. Und Kommunikationsstruktur, die hier üblich war, war das Telefonnetz. Und das Telefonnetz ist eine zentrale Infrastruktur. Das bedeutet, das war so aufgebaut, dass sie Wählämter hatten. Die gab es früher ja tatsächlich physisch. Und in diesen Wählämtern wurden die einzelnen Verbindungen durchgeschalten. Problem dabei, wenn dieses Wählamt nun beschädigt wird, beispielsweise durch eine Atombombe, das war die Hauptbefürchtung, oder aber genauso auch durch eine Naturkatastrophe oder sonstige Umstände, dann wird das ganze Telefonnetz wertlos, weil Sie eben nicht direkt mit Ihrem analogen Telefon bei einem anderen Telefon anrufen können, sondern dieses Wählamt dazwischen brauchen. Und nun
sahen sich die Amerikaner angeblich um nach einer Alternative, nach einem Kommunikationsnetz, das dezentral organisiert sein sollte. Dezentral organisiert bedeutet eben, es gibt kein zentrales Wählamt, keine zentrale Stelle, sondern die einzelnen Teilnehmer an diesem Kommunikationsnetz sind untereinander verbunden. Die Idee, die Grundidee, führte dann zur Definition der Internetinfrastruktur, wie wir sie heute kennen. Und wenn Sie als normaler Nutzer gewohnt sind, Ihre Standardseiten, vielleicht was weiß ich, Facebook, ORF oder keine Ahnung, je nachdem, was Sie sich regelmäßig anschauen, abzurufen, dann hat man das vielleicht gar nicht so im Kopf. Aber letztendlich, Kern und Wesen des Internets sind, dass die teilnehmenden Geräte in dem Fall untereinander verbunden sind. Bei vielen Internet-Services, E-Mail beispielsweise, verwenden Sie zwar einen zentralen E-Mail-Server in der Regel, aber grundsätzlich können die einzelnen Teilnehmer, die einzelnen Geräte miteinander kommunizieren. Eine, zwei technische Realisierungen oder zwei technische Anwendungen, die auf diesem Konzept basieren, wären zum einen alle Arten von Peer-to-Peer-Downloads, also Torrents beispielsweise. Downloads über das Torrent-Protokoll funktionieren ja so, dass die Daten verteilt auf den Rechnern der einzelnen Teilnehmer liegen und wenn Sie jetzt etwas runterladen, Sie die Daten sich von dort auf Ihren Rechner holen. Im Gegensatz zu einem zentralen Server, auf dem diese Datei abgelegt wäre. Eine andere Anwendung ist SETI, auch ein altes Projekt, Search for Extraterrestrial Intelligence. Die Idee hier, wir können mittlerweile, wahrscheinlich eine ganze Weile, mit sehr leistungsfähigen Funkantennen alle möglichen Signale aus dem Weltall auffangen. Da ist auch viel Rauschen dabei und es ist gar nicht so einfach, wenn es jetzt hypothetisch irgendeine intelligente Spezies gäbe, die kommuniziert oder die irgendwelche Signale rausschickt, dann wäre es gar nicht so leicht, die zu erkennen. Und bei diesem SETI-Projekt stellt jeder Teilnehmer einen Teil seiner Rechenkapazität zur Verfügung, um eben Datenpakete zu analysieren. Auch übrigens basierend auf der B2B-Architektur ist das gesamte Darknet bzw. auch viele Systeme, die in irgendeiner Art und Weise die Anonymität des Nutzers schützen. Also beispielsweise auch Onion oder eben alternative Routing-Möglichkeiten. Die Idee war also, eine Infrastruktur zu schaffen, die sicher sein sollte vor einem zentralen Ausfall. Das ist die eine Gründungslegende. Und dann gibt es noch die zweite Gründungslegende, etwas sympathischer und weniger im Sinne des griechischen Philosophen, war das Demokrit, der gesagt hat, bitte um Korrektur, ansonsten bei den klassisch gebildeten von Ihnen, der Krieg ist der Vater aller Dinge. War das Demokrit oder Heraklit? Namen sind alle so ähnlich. Aber der Krieg muss nicht unbedingt der Vater aller Dinge sein. Ganz, ganz parallel zu dieser Entwicklung, die in den 60er Jahren in Amerika passiert ist, gab es, man höre und staune, tatsächlich auf Hawaii eine Forschergruppe, die ebenfalls sehr unabhängig davon zu demselben Ergebnis gekommen ist, nämlich Computer eben dezentral zu verbinden. Der Impetus oder der Anstoß hierfür war der Wunsch, schnell Papers, Ideen auszutauschen, ein Kommunikationssystem zu schaffen. Alles nachzulesen bei Ted Nelson. Ich werde die Bücher dann auch verlinken, wenn Sie sich für die frühe Geschichte des Internet interessieren. Also keine reine Kriegserfindung, wenn Sie so wollen, aber der Punkt, die entscheidende Neuerung damals, dass eben die einzelnen Computer, damals noch im Vergleich zu heute sehr langsame und wenig leistungsfähige Maschinen, miteinander verbunden waren. Die Leitungskapazität und die Rechner reichten gerade mal aus, um eben Texte im Wesentlichen zu verschicken, wurde auch sehr schnell genutzt von der wissenschaftlichen Community. Sie kennen das ja, bevor ein Wissenschaftler in einem renommierten Journal einen Textabdruck gibt, einen Peer Review, das wurde vorher alles per Post versendet, geht natürlich hier sehr, sehr viel einfacher oder auf diesem Weg sehr viel schneller. Und das ist, aber das erwähne ich nur ganz nebenbei, auch der Grund, warum E-Mail kein Authentifizierungssystem hat. Das ist der Grund, warum wir, mittlerweile glaube ich, dass durch Filtersysteme ganz gut im Griff, warum es so viel Spam gibt. Die Erfinder von E-Mail hätten niemals daran gedacht, dass dieses Medium missbraucht werden würde. Wird es am Ende wieder die Takeaways geben? Ja, heute ganz besonders, weil DSGVO sind immer die Prüfungsfragen, die erfahrungsgemäß ganz gerne Probleme bereiten. Rotzlöffel sagt, Facebook sperrt aktuell massenweise Ad-Accounts. Denken Sie auch, dass dies auf amerikanische Wahlen zurückzuführen ist? Tendenziell steht Facebook da natürlich sehr, sehr stark unter Beobachtung.
Sie wissen ja die Situation vor den Wahlen derzeit wohl so angespannt wie selten, nachdem Donald Trump ja bereits angekündigt hat, sollte er nicht gewinnen, würde er das Wahlergebnis sowieso anfechten und jetzt noch seine konservative Höchstrichterin platziert hat, in diesem Gerichtshof, der dann darüber entscheiden würde. Sehr sensible politische Situation, da sind die Augen natürlich noch mehr auf Facebook gerichtet. Ich denke schon, dass das damit zusammenhängt, auf jeden Fall. Die Richtlinien für politische Werbung wurden dort in den letzten Jahren ja ohnehin sehr, sehr verschärft. Aber damit eben wieder zurück zu dieser Architektur des Internet. Was hat das mit der DSGVO zu tun? Dezentrales System. Und das hat damit zu tun, dass wenn im Internet Computer Daten austauschen, dann tun sie das, oder anders gesagt, da müssen sie sich gegenseitig adressieren. Wenn Sie irgendein Datenpaket hier an meinen Rechner schicken, an dem ich jetzt in meinem Videostudio sitze und hier die Vorlesung schicke, dann müssen Sie wissen, wie Sie meinen Rechner erreichen können. Und das Adressierungssystem im Internet sind IP-Adressen. IP-Adressen sind Zahlen aus 4 Dreiergruppen, also 4 mal 3, 12 Stellen, 12 Zahlen. Diese 4 Dreiergruppen werden durch jeweils einen Punkt getrennt. Und eine IP-Adresse könnte also so ausschauen, 192, 165, 103, 201, Hausnummer. Wir Menschen können uns Zahlen nicht so wahnsinnig gut merken. Also ich habe ja schon fast Jahre gebraucht für die Telefonnummer meiner Frau. Ich bin extrem schlecht mit Zahlen, geht vielen so. Wörter fallen uns etwas einfacher, deswegen verwendet man in der Regel auch für den Aufruf von Rechnern Domainadressen. Wenn Sie ORF.at eingeben oder irgendeine andere Domainadresse, dann steht da allerdings eine IP-Adresse im Hintergrund. Das heißt, diese Domains gibt es zum einfachen Merken für uns. Und im Internet sorgen die sogenannten DNS, Domain Name Server, dafür, dass Sie ORF eingeben. Dann schickt Ihr Browser eine Anfrage an diesen DNS-Server und sagt, welche IP-Adresse gehört eigentlich zu ORF. Der DNS-Server antwortet mit dieser IP-Adresse. Und dann erst kann Ihr Rechner den richtigen Server, in dem Fall ORF, aufrufen. Das ist so der grundlegende Vorgang, das auch zum Verständnis, wenn Sie mal in den Medien etwas lesen von DNS-Floods oder DNS-Angriffen. Das gab es politisch oder wirtschaftlich motiviert in der Vergangenheit immer wieder. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Hacker mit sehr vielen Rechnern diese DNS-Server, die ich gerade erwähnt habe, mit so vielen Anfragen bombardieren, dass die irgendwann in die Knie gehen. Das passiert, wenn Sie einen Rechner... Also, ist immer eine Frage der Kapazität, Sie können jeden Rechner überlasten und wenn dieses DNS-System ausfällt, dann passiert folgendes, Sie geben ORF.at ein, Ihr Browser bekommt keine Antwort, welche die IP-Adresse das ist und dann kann die Seite auch nicht aufgerufen werden. Sie können übrigens, anstatt die Domain einzugeben, auch direkt die IP-Adresse eingeben. Jetzt kommt noch etwas ganz Spezielles dazu oder ein sehr spezieller Faktor, wenn Sie auf einen anderen Rechner zugreifen, dann sprechen unter Anführungszeichen diese beiden Rechner miteinander und der Rechner, von dem Sie Informationen abrufen, beispielsweise ORF, der bekommt eine Menge Informationen über Ihren Rechner. Das sind viele technische Faktoren, zum Beispiel welcher Browser ist installiert, kann Ihr Rechner Videos abspielen und so weiter, aber unter anderem bekommt er auch Ihre IP-Adresse. Das ist schlichtweg notwendig oder ich sage mal so, eine technische Notwendigkeit, um miteinander zu, damit die beiden Rechner eben miteinander kommunizieren können. Wenn Sie jetzt in Ihrem, ganz egal, ob Sie jetzt zu Hause sind oder ob Sie mit Ihrem Handy irgendwo unterwegs sind, dann ist Ihrem Gerät jeweils eine IP-Adresse zugeteilt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn Sie eine DSL-Leitung verwenden, dann kann es sein, dass Sie bei jedem Einwählen eine zufällige Adresse aus einem Pool bekommen. Wenn Sie eine Standleitung verwenden, wird das in der Regel immer die gleiche IP-Adresse sein. Und die Zuordnung zwischen Ihrem Namen und der IP-Adresse, die kann Ihr Provider vornehmen. Und da sind wir jetzt auch bei den polizeilichen Ermittlungen. Das haben Sie sicherlich auch aus den Medien mitbekommen. Wann immer es im Internet strafrechtlich relevante Tatbestände gibt, dann ist es in der Regel sehr, sehr hilfreich zu wissen, wem die IP-Adresse gehört, wer diese IP-Adresse verwendet hat, mit der das entsprechende Verbrechen eben begangen wurde. In Österreich brauchen Sie dazu eine richterliche Anordnung, eine richterliche Befugnis und dann kann die Polizei oder können eben die Ermittlungsbehörden bei dem jeweiligen Provider anfragen und der Provider
eben je nachdem, A1, die Mobile, ganz egal, die können dann sagen, aha, am 16. Mai um 15.24 Uhr war diese IP-Adresse diesem Nutzer zugeordnet. Und es gibt ja keine anonymen Smartphones mehr, keine anonymen Internetzugänge und damit lässt sich diese Verbindung herstellen. Falls Sie sich jetzt denken, wieso gibt es dann trotzdem so viel Cyberkriminalität, wenn es so einfach ist, diese Zuordnung herzustellen. Wir sprechen hier von einem technologischen Umfeld, in dem natürlich immer, ich sage mal, Maßnahmen und Gegenmaßnahmen möglich sind. Also anders gesagt, es gibt technische Vorkehrungen, die eigene IP-Adresse zu verschleiern, zu verheimlichen. Das kann über unterschiedliche Verfahren funktionieren, beispielsweise, dass man Rechner zwischenschaltet oder was auch immer. In der Praxis, ich hatte in der Vergangenheit auch schon so Fälle, wo Kunden von mir gehackt wurden, beziehungsweise in dem Fall war es kein klassischer Hack, sondern da hat einfach ein Auftragshacker ist ins Büro eingebrochen und hat einen USB-Stick am Rechner platziert und hat dann die ganzen Passwörter ausgelesen. Und eben im Zuge der polizeilichen Ermittlungen war es dann auch ein Teil sozusagen meines Jobs, eben diese IP-Adressen zusammen vom Provider anzufordern, der Polizei zu übergeben und so weiter. Es ist nichts rausgekommen, weil das professionelle Hacker waren und die eben entsprechende Systeme benutzt haben und irgendwelche maskierten afrikanischen IP-Adressen benutzt haben. Aber grundsätzlich sind diese IP-Adressen sehr, sehr relevante Daten. Wenn Sie die IP-Adresse von jemandem kennen und diese dem Namen zuordnen, dann können Sie sehr genau nachvollziehen, was diese Person denn so im Internet tut. Warum erkläre ich Ihnen das so ausführlich in der Einheit über DSGVO? Nur aus dem Grund, weil dieser grundsätzliche Austausch von IP-Adressen ein ganz relevanter technischer Bestandteil in der Natur des Internet ist. Und das spielt auch in vielen anderen Bereichen eine Rolle. Wenn Sie zum Beispiel selber eine Internetseite betreiben und Sie binden auf dieser Internetseite ein YouTube-Video ein, ein ganz gängiger Anwendungsfall, oder Sie binden eine Tweet-Nachricht ein, oder Sie binden irgendwas ein, irgendein Bild von einer anderen Webseite, mache ich auf meinem Blog natürlich auch, dass ich da Videos einbinde und so weiter. Und dann kommen Sie und besuchen meinen Blog, dann passieren technisch gesehen folgende Dinge. Ihr Computer greift auf meine Webseite zu, meine Webseite bekommt unter Anführungszeichen die IP-Adresse Ihres Computers. Und wenn dieses YouTube-Video eingebaut ist, dann bekommt auch YouTube die IP-Adresse Ihres Rechners. Das heißt, wissen dann oder kennen dann unter Anführungszeichen drei beteiligte Parteien Ihre IP-Adresse, logischerweise Sie selber, ich als Betreiber meiner Webseite, als Betreiber meines Servers und YouTube. Das ist ein Thema, über das sich grundsätzlich niemand großartige Gedanken gemacht hat. Die Frage ist aber eben dann sozusagen, wenn man oder wenn es gelingt, über Beobachtung von Mustern und so weiter, IP-Adressen, Personen oder zumindest Nutzern zuzuordnen, dann kann man damit sehr viel an Daten rausfinden. Ein ganz beträchtlicher Teil der DSGVO, soweit es hier um den Online-Bereich, um den Social-Media-Bereich geht, ist der Umgang mit IP-Adressen. Hier hat sich sehr viel geändert. Deshalb auch diese grundsätzliche Erklärung. Ah ja, guter Einwand oder eine gute Frage. Wer betreibt die DNS-Server? Da gibt es unterschiedliche Betreiber. In der Regel betreibt jeder Provider seine eigenen DNS-Server. Google selber betreibt DNS-Server. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass in einigen Ländern, in der Türkei beispielsweise vor einigen Jahren, ließ Erdogan die DNS-Server aller Provider sperren. Da war für kurze Zeit das Internet mehr oder weniger weitgehend funktionsunfähig und sie können jetzt auf ihrem eigenen Rechner sich aussuchen, welche DNS-Server sie verwenden. Das können sie konfigurieren. Standardmäßig, also wenn sie da nichts einstellen, dann verwendet ihr Rechner oder ihr Router einfach die DNS-Server ihres Providers. Aber wenn jetzt beispielsweise die DNS-Server ihres Providers ausfallen oder abgeschalten werden, dann hätten sie die Möglichkeit, andere DNS-Server einzutragen. Im Fall der Türkei war es zum Beispiel so, dass sie dann statt den DNS-Servern des jeweiligen türkischen Internet-Providers die DNS-Server von Google eintragen hätten können, was auch viele gemacht haben. Und damit war es eben wieder möglich, auf Internetseiten zuzugreifen. Also diese DNS-Server sind tatsächlich eine kritische Infrastruktur. Und falls Sie sich jetzt fragen, woher weiß der DNS, wenn da viele unterschiedliche Leute DNS-Server betreiben, woher weiß der DNS-Server, welche IP zu welcher Domain kommt? Auch dafür gibt es ein Protokoll. Diese ganzen DNS-Server
sprechen untereinander und tauschen diese Daten aktuell aus. Das ist auch wiederum der Grund, wenn Sie eine neue Domain kaufen, eine neue Webseite online stellen, dann geht das sozusagen nicht auf Knopfdruck, sondern das dauert in der Regel so zwischen 15 Minuten und einigen Stunden, bis diese Domain dann auch erreichbar ist. Und erreichbar bedeutet, dass sozusagen alle oder die jeweils relevanten DNS-Server abgedatet sind. Das kann dann auch bedeuten, dass Ihre Domain, sagen wir mal, nach 10 Minuten schon über die DNS-Server des eigenen Providers erreichbar ist, aber dass es zum Beispiel auf anderen Kontinenten etwas länger dauert, bis die DNS-Server dort abgedatet sind. Jesus, das ist ganz schön technisch heute für eine kommunikationswissenschaftliche Vorlesung, aber tatsächlich, Sie werden gleich merken, man kann die DSGVO sehr schwer verstehen, ohne auch die technischen Grundlagen zu kennen. Ein guter Einwand von EnjoyMe257, Sie sprechen hier von IPv4-Adressen. Ich habe jetzt der Einfachheit halber nur die alten Adressen genommen, so wie Slope25 hier schreibt. Wie Sie sehen, diese 12 Stellen, das sind also eine ganze knapp eine Billiarde Kombinationsmöglichkeiten. Wir haben aber in den letzten Jahren eine rasante Zunahme an Internetgeräten und das liegt jetzt nicht daran, dass Sie alle mittlerweile schon 1,5 Smartphones eingesteckt haben und ein Tablet, sondern das liegt vor allem an der enormen Zunahme von Smartgeräten, von diversen, was man halt so im von Heizungsreglern, Thermostaten über Türklingeln. Viele von denen haben IP-Adressen, auch viele Industriegeräte haben IP-Adressen, sodass tatsächlich, auch das hätte sich niemand gedacht, damals bei der Erfindung des Internet, dass diese IP-Adressen mal knapp werden könnten. Und deswegen gibt es mittlerweile den IPv4-Standard, das sind 32-Bit-Adressen. Da gibt es wesentlich mehr Zahlenkombinationen. Und das sollte sich dann auch ausgehen, wenn wir irgendwann alle einen Robotstaubsauger besitzen, der im Internet hängt. So viel dazu. Ja, DSGVO, worum geht's? Die Politik, Medienwissenschaftler, einschlägige Experten warnen seit Jahren vor den Gefahren eines zu laxen Umgangs mit Daten. Das ist ein bisschen sozusagen wie der eigene Datenschatten, der uns dann auf den Kopf fallen kann. Da gibt es viele Organisationen, die sich damit befassen. Netzpolitik in Deutschland wäre zu nennen, aber auch der Max Schrems in Österreich mit seiner Klage gegen Facebook. Es gibt hier in Österreich die Big Brother Awards, hat nichts mit der gleichnamigen Reality-Doku-Sendung zu tun. Bei den Big Brother Awards werden jährlich Unternehmen, Organisationen ausgezeichnet, die sich besonders um Datenschutzverletzungen verdient gemacht haben, also ein Negativpreis. Es gibt viele NGOs, die sich auch mit dem Thema befassen, aber letztendlich, und deswegen war das schon zu einem gewissen Grad ein sehr mutiger Schritt von der EU, wenn Sie sich überlegen, und Sascha Lobo hat das mal in einer Republika-Rede sehr schön verglichen, gesamtgesellschaftlich ist die Relevanz digitaler Infrastruktur oder ist die Relevanz des Umgangs mit Daten sehr, sehr hoch. In der Wahrnehmung der breiten Masse ist das eigentlich ein Thema, mit dem man sich relativ wenig auseinandersetzt. Die meisten Nutzer wissen oder haben vielleicht ein etwas ungutes Gefühl, Facebook hat alle meine Daten, aber sie benutzen die Plattformen in der Regel natürlich trotzdem. Und Sascha Lobo hat das ja schön verglichen. Es gibt in Deutschland, ich glaube vom Deutschen Umweltverband oder so, ein Tier des Jahres. Muss ich immer eins vom Aussterben bedrohtes Tier und die Verbandsmitglieder spenden dann auch für dieses Tier. Und das war in dem Jahr wie ein Vogel, ein Grautrappe oder so. Und diese Verbandsmitglieder spenden dann jedes Jahr 20 Millionen Euro für dieses Tier. Während die Gesamtspenden für das NGOs, die sich mit Datenschutz und so befassen, glaube ich, bei einem 50. liegen. Also, und die Folgerung, die Sascha Lobo dann daraus zieht, ist, dass eigentlich die Generation, die mit digitalen Medien aufgewachsen ist, die sensibel dafür sein müsste, ohne das zu werten, Vogel gegen Computer sozusagen, dass dieses Thema nicht so wahnsinnig ernst genommen wird. Jetzt ist die Entwicklung sehr, sehr rasant passiert und man könnte sagen, so 2015, als ziemlich klar war, Social Media wird ein wichtiger und relevanter Bestandteil unserer Medienwelt bleiben,
Da war klar, das Manipulationspotenzial ist einerseits sehr hoch und es gibt absolut unzureichende Regelungen im Datenschutz. Im Wesentlichen blieb vorher sehr viel den Plattformen selber überlassen und erst nach und nach, Sie wissen ja, die technologische Entwicklung passiert in diesen Bereichen oft wesentlich schneller als die Gesetzgebungszyklen. Aber es war dann eben an der Zeit zu handeln und auf EU-Ebene hat man sich dann eben entschlossen, einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu schaffen. Die von Ihnen, die sich mit EU-Recht befassen, die wissen, bei der Schaffung von EU-Rechtsgrundlagen ist es so, dass die EU einen Entwurf verabschiedet und dann gibt es eine bestimmte Frist, in der Regel 2 Jahre, innerhalb der dieser Frist in nationales Recht umgesetzt werden muss. Also mit anderen Worten, es gibt da Vorgaben und es gibt in der Regel einen gewissen, mehr oder weniger stark ausgeprägten Handlungsspielraum für die nationale Umsetzung. Vor dem Inkrafttreten der DSGVO war es tatsächlich so, dass die Datenschutzgesetze in den einzelnen EU-Ländern vollkommen unterschiedlich waren. Und ein Grund war natürlich auch um den Digitalhandel innerhalb der EU zu vereinfachen, hier eine Vereinheitlichung zu erreichen und einen wesentlich strikteren Rahmen. Die generelle Stoßrichtung der DSGVO ist natürlich schon, die Daten der Nutzer, die Daten der Bürger zu schützen und eine digitale Privatsphäre zu schaffen. Das ist aber ein sehr, sehr sensibler Bereich, denn Sie haben auf der einen Seite, oder sagen wir mal so, es gibt wie in vielen politisch zu regulierenden Bereichen hier zwei sich widersprechende Interessen. Sie haben auf der einen Seite das Thema Schutz der Daten, auf der anderen Seite digitale Geschäftsmodelle. Wenn man das Ganze sehr restriktiv gestaltet und beispielsweise niemandem mehr erlaubt, irgendeine E-Mail-Adresse zu speichern, dann wird es schwierig, überhaupt ein Social Network zu betreiben oder überhaupt digitale Kommunikation zu betreiben. Sie müssen also als Gesetzgeber abwägen, quasi wie viel erlaube ich, wo ist die Grenze. Um das auszugestalten, der Versuch war eben die DSGVO. Und da gibt es ein paar grundlegende Prinzipien, die ich gerne mit Ihnen durchgehen möchte. Also zum einen, die Grundidee oder die Grundmotivation der DSGVO besteht darin, dass Datenschutz ein Bürgerrecht ist. Sie wissen, die Europäische Menschenrechtskonvention, der Schutz der Bürgerrechte ist ein zentraler Bestandteil unseres politischen Systems und digitale Daten oder Datenschutz ist im Vergleich zu allen anderen Themen ein relativ neuer Bereich, der natürlich durch die technologische Entwicklung getriggert worden ist. Ich war da auch auf einigen Veranstaltungen mit EU-Parlamentariern und die Marieke Schadke, die da sehr, sehr federführend am Entwurf beteiligt war, da hatte ich eine sehr spannende Diskussion, weil ein anderes Thema, das dahinter steht, je mehr sie erlauben, je weniger sie digitale Märkte regulieren, desto einfacher haben es Startups, neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Diese Geschäftsmodelle sind nicht unbedingt immer ethisch einwandfrei, aber mit anderen Worten, Regulierungsmaßnahmen können einen Markt auch Nachteile verschaffen, ganz besonders dann, wenn es beispielsweise innerhalb der EU sehr viel stärkere oder sehr viel strengere Bestimmungen gibt als in anderen Märkten. Und tatsächlich war es so, dass nach dem Inkrafttreten der DSGVO eine ganze Reihe von amerikanischen Webseiten nicht mehr erreichbar waren aus Europa, unter anderem meine Lieblings Tex-Mex-Kochseite, weil die eben gesagt haben, wir halten uns nicht an diese Bestimmungen und, aber dazu gleich später mehr, die DSGVO gilt eben auch für Anbieter außerhalb Europas, auf deren Angebot auch europäische Bürger zugreifen. Die DSGVO ist, das habe ich eben vorher gemeint, ziemlich last minute entstanden, zu einem Zeitpunkt, als schon sehr viel möglich war, als schon sehr viel passiert ist mit Daten. 2012 begann innerhalb der EU die Diskussion darüber. Im März 2016 gab es die erste offizielle deutsche Fassung und solche Gesetze werden dann zuerst im Ministerrat beraten und dann wird darüber im Europäischen Parlament abgestimmt. Und mit dieser Frist, eben mit dieser 2-Jahres-Frist, kam dann der 25. Mai 2018 raus, in dem diese DSGVO verpflichtendes Recht in allen EU-Mitgliedstaaten wurde. Technisch gesehen funktioniert das Ganze dann so, wenn ein Mitgliedstaat bis zu diesem Zeitpunkt die entsprechende Gesetzesvorlage nicht in nationales Recht umgesetzt hat, dann gilt einfach dieses EU-Gesetz, um da auch sozusagen Staaten daran zu hindern, das Ganze rauszuzögern. Die DSGVO inkludiert
viele Bestimmungen zum Umgang mit der Datenspeicherung, wie bereits erwähnt, digital und analog, ist aber noch nicht komplett. Es gibt einen zusätzlichen Teil, eine E-Privacy-Richtlinie, über die man sich bis heute noch nicht ganz geeinigt hat und die immer noch diskutiert wird. Das heißt, da ist ja noch einiges in Diskussion. Wie bereits erwähnt, wenn es da keine nationale Umsetzung gibt, dann gilt die DSGVO direkt. Es gibt eigentlich im Vergleich zu anderen gesetzlichen EU-Rahmenvorgaben relativ wenig Anpassungsmöglichkeiten. Und in Deutschland war das Datenschutzrecht eigentlich schon vorher eines der strengsten in Europa. Da wurde beispielsweise das bestehende Datenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz angepasst. Wie gesagt, Vereinheitlichung war ein Thema und eben ganz wesentlich die Anerkennung des Datenschutzes als Grundrecht. Und das betrifft eben ganz besonders die sogenannten personenbezogene Daten. Was sind personenbezogene Daten? Alles, was wir in der Regel bei Formularen, Gewinnspielen und so weiter ausfüllen, die demografischen von Name, Geburtsdatum, Wohnort, Adresse, Kontaktdaten bis hin zu demografischen Daten, alles, was in einer Person zuordnenbar ist. Da gibt es dann nochmals besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten und so weiter. Aber um den Schutz dieser Daten geht es letztendlich. Und da ist die Frage immer, wer darf diese Daten speichern, was darf er damit machen und darf er sie weitergeben. Was sagt die DSGVO dazu im Detail? Es gibt ein paar grundlegende Prinzipien, die sich durch diese Verordnung ziehen. Und das ist Transparenz, Erforderlichkeit, Zweckbindung und Datensparsamkeit. Grundsätzlich ist die DSGVO ein Verbotsgesetz. Ganz simpel gesagt, die DSGVO verbietet es jedem Unternehmen, Daten zu speichern. Das ist jetzt etwas schwierig natürlich, weil stellen Sie sich vor, Ihr Zahnarzt darf keine Daten mehr speichern, dann wird es nichts mehr mit einem Appointment, mit einem Termin ausmachen vorher. Aber es ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, grundsätzlich ist das Speichern von personenbezogenen Daten verboten, außer Sie haben einen guten Grund dazu. Und die Frage ist jetzt, was ist ein guter Grund? Da gibt es zum einen mal rechtliche Bestimmungen. Denken Sie an das Steuerwesen, wenn Sie als selbstständiger Unternehmer Ihre Buchhaltung machen, dann sind Sie verpflichtet, Rechnungsunterlagen bis zu 7 Jahre aufzubewahren. Auf Rechnungen von Geschäftspartnern stehen natürlich auch persönliche Daten drauf. Da gibt es ein paar Bestimmungen. Zum Zweiten, wenn die Speicherung dieser Daten geschäftsnotwendig ist. Und da wären wir hier jetzt bei dem Zahnarztbeispiel. Der Rest der DSGVO, der beschäftigt sich dann im Wesentlichen immer mit der Frage, ist diese Form von Datenspeicherung, die ich davor habe, erlaubt oder nicht? Datenweitergaben sind grundsätzlich kaum mehr, beziehungsweise nur unter sehr, sehr strikten Vorgaben möglich. Um dem Thema auch die notwendige, zum einen mediale Aufmerksamkeit und zum anderen auch die notwendige Drastik zu verleihen, gibt es sehr, sehr hohe Bußgeldvorschriften, Strafen bis zu 10% des Jahresumsatzes und auch die Möglichkeiten, eben Klagen bei den entsprechenden Behörden einzubringen. Ein ganz wesentlicher, zentraler Bestandteil ist, dass alle Unternehmen, die Daten speichern, und das sind heutzutage eigentlich die überwiegende Mehrheit der Unternehmen, die brauchen ein Datenschutzkonzept und je nach Größe des Unternehmens auch regelmäßige Kontrolle bzw. einen Datenschutzbeauftragten. Die Dimension des Datenschutzes soll so der Wunsch der Creators der DSGVO von Anfang an beim Design von Produkten mitgedacht werden. Also die Idee heißt in dem Fall Privacy by Design. Eine wichtige Frage natürlich bei allen Gesetzen, wo und für wen gelten diese Bestimmungen überhaupt? Das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Die EU hat sich hier für das sogenannte Marktortprinzip entschieden. Hätte man jetzt gesagt, die DSGVO gilt für Anbieter und Unternehmen innerhalb der EU, dann wäre die Sache damit für Facebook, Google und Co., überhaupt die großen digitalen Unternehmen, auf die die DSGVO natürlich stark abzielt, eigentlich ziemlich geritzt gewesen. Aber tatsächlich, der Ort der Datenverarbeitung ist nicht maßgeblich. Maßgeblich ist, ob die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen innerhalb
der EU angeboten werden. Das bedeutet jetzt in der Praxis, wenn Sie in Thailand leben und dort Apartments vermieten, weil diese Apartments über eine Reiseseite oder über Ihre Page auch innerhalb der EU, also einen EU-Bürger vermieten, dann gelten die Bestimmungen der DSGVO in vollem Umfang für Sie. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn sich ein thailändischer Zimmervermieter nicht dran hält, wie relevant oder wie wahrscheinlich ist es dann, dass man da überhaupt international klagen kann? Und da sind wir dann wieder beim Thema der Rechtsdurchsetzung, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich gilt eben hier das Marktortprinzip. Es gibt auch keine Ausnahmen, das heißt, Sie können nicht vertraglich regeln, dass Ihr Service oder Ihre Dienstleistung eben sich nicht an die DSGVO hält. Besonders relevant ist der Umgang mit Datenschutz und da kommen wir jetzt in den digitalen Bereich, natürlich bei der automatisierten Verarbeitung, gilt aber eben auch für die nicht automatisierte Verarbeitung, also analoge Datenverarbeitung, muss bereits in der Planung mitgedacht werden und ganz wesentlich ist zum einen das Speichern von Daten und dann die Weiterverarbeitung. Personenbezogene Daten, das sind eben alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Da gibt es welche, die sensibler sind und welche, die vielleicht weniger sensibel sind. Aber, und hier sind wir, hier schließt sich der Kreis und meine einleitende Erklärung über die Architektur des Internet, hier sind wir jetzt wieder beim Thema IP-Adressen. Ein Grund oder ein ganz wesentlicher Grund, warum uns online die DSGVO einiges an Schwierigkeiten bereitet, ist die Tatsache, dass IP-Adressen und Cookies eben auch unter diese persönlichen Daten fallen. Ich habe Ihnen vorher erklärt, dass beim Zugriff auf einen Internetserver bei der Einbindung eines YouTube-Videos oder so diese IP-Adressen immer ausgetauscht werden, wenn Sie als Betreiber einer Webseite oder als Betreiber eines Social-Media-Service Analyse-Software verwenden. Google Analytics beispielsweise misst anhand der IP-Adressen, wer wann wie oft auf welche Seite zugreift und was er oder sie dort tut. Dann zwingt die DSGVO Sie auch bestimmte Maßnahmen zu treffen, beispielsweise die letzten paar Ziffern dieser IP-Adressen unkenntlich zu machen oder zu löschen, weil es eben personenbezogene Daten sind, die Sie grundsätzlich nur mit Einverständnis der Besucher speichern dürfen. Das ist nebenbei bemerkt auch der Grund, warum es diese ja, einigermaßen lächerlichen Cookie-Bars auf allen Webseiten gibt. Das kennen Sie, wenn Sie zum ersten Mal eine Webseite aufrufen, dann müssen Sie sagen, okay, darf das und das. Da geht es eben um dieses Einverständnis. Auch eine Implikation der DSGVO. Man kann darüber streiten, ob diese IP-Adressen überhaupt persönliche Daten sind. Wie gesagt, nicht zuletzt deshalb, weil natürlich Sie oder wir alle jetzt nicht rausfinden können, wenn man eine IP-Adresse gehört, sondern weil das, wie gesagt, in Österreich eine Sache ist, die den Strafverfolgungsbehörden vorbehalten bleibt. Trotzdem bedeutet es, dass jeder, der ein Online-Angebot betreibt, sei es ein simples kleines WordPress-Blog, sich überlegen muss, wie gehe ich mit diesem Thema IP-Adressen um, welche Analyse-Tools darf ich noch verwenden. Noch wesentlich komplexer wird es, wenn Sie eine Kommentarfunktion haben und dort Nutzer Kommentare schreiben. Auch wenn die sich nicht registrieren, müssen die dort in der Regel ihre E-Mail-Adressen angeben. E-Mail-Adressen sind personenbezogene Daten. Sobald Sie eine Kommentarfunktion haben, speichern Sie personenbezogene Daten. Und das bedeutet, dass dann auch eine ganze Reihe von Verpflichtungen auf Sie zutrifft. Sie brauchen eine Datenschutzerklärung, in der Sie Ihren, in dem Fall Kommentatorinnen und Kommentatoren, genau erklären müssen, wo, wie lange diese Daten gespeichert bleiben. Und Sie merken schon, da gibt es eine ganze Reihe an Verwaltungsoverhead, wo man sich jetzt denken würde, naja, für einen simplen Kommentarformular, das ist ja wohl klar, dass der dann öffentlich angezeigt wird, wenn ich hier einen Kommentar schreibe. Da ist ganz schön viel Overhead, das ist sozusagen die Schattenseite der DSGVO für kleine Betreiber. Auf der anderen Seite sind eben auch die großen Anbieter, zumindest in der Theorie gezwungen, sich an diese sehr, sehr detaillierten Bestimmungen zu halten. Es gibt einige Ausnahmen, also grundsätzlich gilt die DSGVO nur für kommerzielle Angebote, auch nur für kommerzielle Webseiten, wobei, sobald Sie eine Webseite betreiben und dort auch nur irgendeinen Kosmetikartikel testen, geschweige denn irgendeine Werbung schalten, dann ist das sofort ein kommerzielles Angebot. Also private Webseiten, das betreffe wirklich nur das Fotoalbum von der letzten Familienfeier oder solche Dinge, die ganz, ganz ohne kommerziellen Hintergrund passieren.
Wie bereits vorher erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von persönlichen Daten. Da gehören nicht nur ja, eben die demografischen Daten dazu, sondern auch so etwas wie Fingerabdruck, biometrische Daten, aber auch die Nutzungsdaten Ihrer Services, Kalendereinträge, Registrierungsdaten. Das ist wirklich ein ganzer Rattenschwanz an Daten, der heutzutage jeden Tag im Rahmen unserer normalen Internetnutzung anfällt. Was ist die Verarbeitung von Daten? Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe, das Erheben, das Erfassen, Organisation, Ordnen, Speicherung, Anpassung und so weiter und so weiter. Also alles, was passiert, wenn wir auf Servern Formulare ausfüllen, Daten speichern, wie juristisch üblich, recht sperrige Definitionen. Ein Prinzip der DSGVO ist die Einwilligung. Wie bereits vorher beim Kommentarbeispiel erwähnt, wenn immer irgendjemand Daten speichert, dann muss der Nutzer vorher zustimmen. Das kann technisch über unterschiedliche Möglichkeiten passieren. Eine Checkbox, ein Häkchen wäre eine Möglichkeit beispielsweise. Auf Social Media Plattformen ist es ja nicht so, dass wir bei jedem Status-Update extra sagen, ich erlaube Facebook oder ich erlaube LinkedIn, dieses Update zu veröffentlichen. Und das hat damit zu tun, dass im Gegensatz zu einem Kommentarformular ohne Registrierung eine Social Media Plattform in der Regel eine Registrierung erfordert. Und wenn Sie sich registrieren, dann stimmen Sie an irgendeinem Punkt diesen AGBs, den Nutzungsbedingungen der Social Media Plattform zu. Die müssen zwar DSGVO-konform sein, aber die inkludieren dann sozusagen die komplette Nutzung der Plattform auch im Businessbereich. Bei Minderjährigen wurde besonderer Wert auf den Schutz gelegt. Da sind in vielen Fällen überhaupt nur die Erziehungsberechtigten einwilligungsfähig. Also die können da gar nicht selber einwilligen, die Minderjährigen, dass ihre Daten gespeichert und verkauft werden dürfen. Was grundsätzlich jedes Unternehmen, das Daten speichert, sei es Ihre Bank bis zum Bäcker, der vielleicht ein Stammkundenkonto anbietet. Die eigene Identität des Unternehmens muss bekannt gegeben werden. Das geht in Richtung Impressumspflicht, wenn Sie so wollen. Zweck der Erhebung muss bekannt gegeben werden. Sie müssen auch angeben, wenn Sie diese Daten austauschen oder international austauschen mit anderen zugehörigen Firmen. Sie müssen den Zeitraum angeben. Daten dürfen grundsätzlich nicht für einen unlimitierten Zeitraum gespeichert werden. Und was auch ganz wichtig ist, wenn immer jemand Daten speichert, dann muss die betreffende Person, die Person, deren Daten gespeichert werden, jederzeit die Möglichkeiten haben, nachzufragen, welche Daten sind von mir gespeichert, diese Daten zu berichtigen oder gegebenenfalls auch löschen zu lassen. Da haben Sie als Anbieter auch keine Möglichkeit, sich irgendwie rauszuwieseln, sondern wenn der Kunde kommt und zum Bäcker sagt, ich mag kein Kundenkonto mehr haben, dann muss der das löschen. Wiederum, die Überprüfbarkeit steht auf einem anderen Blatt. Auch wenn Sie zugestimmt haben, dass Ihre Daten gespeichert werden dürfen, müssen Sie diese Zustimmung jederzeit später widerrufen können. Sollte Ihr Geschäftspartner, Ihr Datenspeicherungspartner diesen Anforderungen nicht entsprechen oder nicht genügen, dann können Sie jederzeit bei der zuständigen Behörde eine entsprechende Beschwerde einlegen. Speziell diese Bestimmungen stellen Fotografen vor ganz besondere Herausforderungen. Wenn Sie mit menschlichen Models arbeiten, dann brauchen Sie in der Regel eine Einwilligungserklärung, dass die Fotos veröffentlicht werden dürfen. Wenn die mal veröffentlicht sind in Zeitschriften oder so weiter, ist es natürlich sehr schwierig, die im Nachhinein zu löschen. Das schlägt sich bis zu einem gewissen Grad mit der DSGVO, weil ja diese Einwilligung jederzeit möglich sein muss, aber tatsächlich overruled die DSGVO andere Bestimmungen. Das heißt, da würde dann ein Gericht letztendlich nach der Zumutbarkeit entscheiden. Aber wenn Sie verlangen, dass ein Fotograf, der wann auch immer mal Modelfotos oder was welche Fotos auch immer von Ihnen gemacht hat, diese löscht, dann wird er oder sie das tun müssen. Wenn die bereits in einer Zeitung veröffentlicht sind, dann wird das in der Regel nicht zumutbar sein oder auch nicht möglich, die wieder zurückzuholen. Aber hier hat der Gesetzgeber eben das Recht über die Bestimmung, über die eigenen Daten, über die Datenautonomie sehr, sehr hoch bewertet. Wie bereits erwähnt, Betroffene können klagen, die Bußgelder sind im Zweifelsfall sehr, sehr hoch.
Informationsrecht bedeutet, ich darf wissen, wer speichert meine Daten, ich darf dem jederzeit widersprechen, ich kann meine Daten löschen lassen und was die DSGVO auch verlangt, wenn jetzt ein Anbieter Daten von mir speichert, dann muss ich zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, diese Daten herunterzuladen für mich selber. Das ist auch der Grund, warum die großen Social Media Plattformen, Facebook, Twitter, LinkedIn, eigentlich alle, die Möglichkeit anbieten, so einen Dump, ein Gesamtpaket der eigenen Daten herunterzuladen. Das war auch eine Folge der DSGVO-Bestimmungen. Die Datenschutzerklärung darf nicht so wie die DSGVO selber, in sehr technischer, juristischer Sprache verfasst sein, sondern muss einfach und verständlich sein. Auch da schlägt sich bis zu einem gewissen Grad, Sie müssen sehr viele Informationen angeben, es darf aber nicht zu komplex sein. Bei mir am Blog ist, glaube ich, die Datenschutzerklärung so ziemlich der umfangreichste und längste Beitrag überhaupt, 28 Seiten. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Daten löschen zu lassen. Das Recht auf Vergessenwerden, das auch im Zusammenhang mit Google oft zitiert wird, ist auch in der DSGVO verankert. Wie gesagt, es gibt Gründe, die dieser Datenspeicherung oder diese Datenspeicherung trotzdem verlangen, andere rechtliche Bestimmungen, Finanzrecht, Steuerrecht und so weiter. Im Zusammenhang mit Social Media Plattformen oder überhaupt mit Internetseiten gibt es da allerdings auch ganz, ganz beträchtliche technische Probleme. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor 2 Jahren ein Bild auf Facebook hochgeladen und aus irgendwelchen Gründen möchten Sie dieses Bild später löschen. Das wird in der Regel kein großes Thema sein, wenn Sie dieses Posting wieder auffinden. Das ist Ihr eigenes Posting, dann löschen Sie dieses Bild und das Bild ist dann sozusagen weg. Nun ist es aber so, dass Facebook oder alle großen Netzwerke ja nicht irgendwo auf einem einzelnen Server sitzen, sondern es handelt sich um große verteilte Serverinfrastrukturen weltweit, die synchronisiert werden müssen. Und bei denen vor allem auch sehr viele Backups angelegt werden. Ich sage jetzt mal, es ist technisch so gut wie unmöglich, ein Bild, das mal gepostet wurde, auch aus allen, bis zum Zeitpunkt des Veröffentlichens, auch aus allen früheren Postings rauszulöschen. Deshalb, wenn man das ganz genau betrachtet, dürfte es in der Praxis sehr, sehr schwierig sein, das das tatsächlich einzufordern. Ja, die Folien werden hochgeladen, aber ich gehe die Folien mehr so durch für mich als Leitfaden, damit ich nichts vergisse. Sie brauchen das nicht so im Detail wissen. Es handelt sich ja nicht um eine Rechtsvorlesung, aber die Folien werden Ihnen auf jeden Fall zur Verfügung stehen. Ich versuche meinen Kopf ein wenig mehr in die Richtung zu drücken. Profiling spielt eine Rolle. Gerade im Bereich Social Media, die eine Sache ist, speichern Sie Daten einmalig, die zweite Sache ist, versuchen Sie tatsächlich ein Datenprofil einer Person zu erstellen, um dann damit irgendetwas zu tun, beispielsweise personalisierte Werbung anzuzeigen. Das spielt bereits eine recht beträchtliche Rolle. In den USA gibt es Gesundheitsversicherungen, private Gesundheitsversicherungen, die sehr stark öffentlich verfügbare Daten benutzen, um beispielsweise auch die Höhe ihrer Beiträge zu kalkulieren. Also das ist tatsächlich, oder sagen wir mal so, bei der digitalen Datenspeicherung die eine Sache ist, irgendwann bemerkt ein Werbetreibender, dass ich gern rote Pullover kaufe und zeigt mir dann Werbungen von roten Pullovern an. Das ist noch relativ harmlos, sage ich mal. Wenn aber die Informationen, die Personen über uns sammeln, zu einer Ungleichbehandlung führen, ohne dass es da Transparenz herrscht oder so weiter, dann besteht da natürlich ein gewaltiges Missbrauchspotenzial. Auch dem versucht die DSGVO eben entgegenzuwirken. Screenshots geregelt. Wäre eigentlich auch nicht erlaubt, Fotos von anderen Profilen zu machen und weiterzuteilen. Absolut. Es gibt, auch da gibt es ja unterschiedliche Bestimmungen. In den USA regelt der Digital Millennium Copyright Act, dass im privaten Social Media Bereich mehr oder weniger alles erlaubt ist. In Österreich, innerhalb der EU, ist das wesentlich komplizierter. Sie dürfen grundsätzlich, wenn Sie einen Screenshot eines anderen Profils machen, dann haben Sie da in der Regel auch Fotos und so weiter drauf und das würde tatsächlich immer das Einverständnis des Nutzers erfordern. Anders ist es, wenn jemand etwas veröffentlicht und Sie diesen Beitrag weiterteilen,
Das wird in der Regel als normale Netzwerknutzung angesehen. Aber ich hatte da selber auch mal einen Fall, wo ich ein Video auf Facebook hochgeladen hatte und die Kronenzeitung hat das Video dann runtergeladen, also mit einem Screengrabber nehme ich an, auf den eigenen Server gestellt, Werbung davor geschalten. Und ja, ich habe dann geklagt, das hat mir einen netten Urlaub gebracht. Aber das ist natürlich ganz klar eine kommerzielle Nutzung. Aber generell ist es eine gute Idee, immer sehr vorsichtig zu sein. Gerade wenn Bilder involviert sind, dann geht es in der Regel um zwei Bereiche. Zum einen die DSGVO und zum anderen auch noch natürlich das Recht am eigenen Bild, die anderen Bildrechte, die zu berücksichtigen sind. Das Recht auf Datenübertragbarkeit wird auch als Lex Facebook bezeichnet. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Die Plattformen sind verpflichtet, Ihnen ihre eigenen Daten in lesbarer Form zur Verfügung zu stellen. Das betrifft jetzt aber grundsätzlich mal die Daten, die Sie selber hochgeladen haben. Sie wissen ja, wenn man so eine Social Media Plattform eine Weile benutzt, einige Jahre verwendet, dann kommt das schon etwas zusammen in Form von Fotos, Postings und so weiter. Das betrifft diese eigenen Daten, nicht jedoch die Metadaten oder die sonstigen Profile oder Nutzungsdaten, die Facebook oder andere Plattformen über Sie anlegen. Was bedeutet das in der praktischen Umsetzung? Sie müssen, wenn Sie Daten speichern, die Möglichkeit zu Löschanfragen vorsehen. Und wenn Daten ohne Zustimmung weitergegeben wurden, dabei handelt es sich ja eben um einen Verstoß gegen die DSGVO, dann sind auch Sie verpflichtet, sich in weiterer Folge um die Löschung dieser Daten zu kümmern. Es sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen notwendig, dazu gehört ja bei einer bestimmten Firmengröße dieser Datenschutzverantwortliche. Und die EU fordert eben Privacy by Design, Privacy by Default, das heißt grundsätzlich Datenspeicherung verboten, außer es gibt eben gute Gründe, die dafür stehen. Unternehmen sind auch verpflichtet, ein sogenanntes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Da gibt es auch Vorlagen dafür, das kann man sich so vorstellen wie eine große Liste, in der sämtliche Datenspeichervorgänge aufgezeichnet werden. Das alles bedeutet für Unternehmen, besonders natürlich für KMUs, die keine eigenen Rechtsabteilungen haben, tatsächlich einen beträchtlich erhöhten Verwaltungsaufwand. Auf der anderen Seite hat sich die EU hier dazu entschieden, auf einem relativ hohen Level diese Dinge durchzusetzen und speziell natürlich dort, wo die Politik direkte Entscheidungsbefugnisse hat, bei öffentlichen Ausschreibungen und so weiter, ist das ganz besonders zu berücksichtigen. Bei Verletzung personenbezogener Daten, und das gilt eben auch, wenn sie gehackt wurden, wenn es einem Hacker gelungen ist, beispielsweise ihre Kundendatenbank auszulesen, dann sind sie verpflichtet, alle Betroffenen zu informieren. Im richtigen Leben ist es ja oft so, dass ein Unternehmen Daten nicht allein verarbeitet. Da muss es sich jetzt gar nicht um einen windigen Datenhändler handeln. Denken Sie an eine übliche Webseite. Wenn man Google Analytics verwendet, dann werden da Daten zwischen der Webseite und Google Analytics, eben auch personenbezogene Daten, Stichwort IP-Adresse, ausgetauscht. Damit so etwas möglich ist, erfordert dies einen Vertrag zwischen dem, in dem Fall Betreiber der Webseite und Google Analytics. Und in diesem Vertrag muss eben geregelt werden, dass sich der Vertragspartner an sämtliche DSGVO-Bestimmungen hält. Das heißt, wenn Sie eine Webseite betreiben und verschiedene Third-Party-Services dort einbinden, gibt es eine Menge Verträge, die Sie abschließen müssen. Und wie gesagt, dieses Recht auf Vergessenwerden mit all seinen Implikationen, mit den Löschtätigkeiten und so weiter, ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Besonders hohes Missbrauchspotenzial oder besonders drastische Möglichkeiten zur Datenspeicherung gibt es natürlich bei sogenannten Cloud-Services. Das ist ja auch ein Grund, aus dem Dropbox immer wieder in Verruf geraten ist. Ist es für die Betreiber möglich, da in meine Daten reinzusehen? Auch Cloud-Anbieter sind da zu besonderer Sorgfalt angehalten und die Frage natürlich wie bei allen gesetzlichen Bedingungen, wer ist zuständig dafür? In Deutschland gab es die Landesbeauftragten, die sind nach den jeweiligen Bundesländern gegliedert. In Österreich ist es die Datenschutzbehörde, die aktuell, glaube ich, mit 16 Mitarbeitern insgesamt besetzt ist. Also auch die Frage der Kapazitäten, inwieweit da natürlich überhaupt etwas getan werden kann.
Wenn das in einem Land nicht funktioniert, dann bedeutet das, es gibt sozusagen keine internationale, keinen höher geordneten Gerichtshof, sondern egal in welchem Land der EU sie irgendwelche datenschutzrechtlichen Probleme haben, wenn es beispielsweise ein belgischer Anbieter ist, dann gilt in dem Fall auch das Urteil des belgischen Gerichts für alle anderen EU-Staaten. Damit wollte man auch komplizierte und lange Verwaltungswege ersparen. Für die Betreiber bedeutet das, und das betrifft jetzt jeden, der einen Newsletter anbietet, beispielsweise zu überprüfen, ob es überhaupt Einwilligungen dazu gibt, die entsprechend geforderten Informationen, Impressumspflicht besteht ja ohnehin unabhängig von der DSGVO, aber eben auch die Datenschutzerklärung zu implementieren, sich zu überlegen, wie man mit dem Recht auf Löschen umgeht, wenn man Daten speichert, die Datenübertragbarkeit sicherzustellen und eben auch auf diese, ja, auf spezielle Anforderungen in Sachen Datenaustausch zu achten. Das bedeutet jetzt für große Anbieter, und hier sind wir wieder beim zentralen Punkt der DSGVO, die tun sich vergleichsweise leicht damit, aber wenn man sich an die Bestimmungen der DSGVO hält, dann wäre es natürlich sehr viel schwieriger, ohne konkrete Zustimmung der Betroffenen Daten zu speichern. Die DSGVO hat wie alles auf der Welt zwei Seiten, und nach dieser relativ ausführlichen juristischen Betrachtung möchte ich Ihnen gerne zwei kurze Clips vorspielen, die beide Seiten des Umgangs mit digitalen Daten erklären. Aber vorher noch ein Blick in den Chat. Wie kann ich zum Beispiel bei Instagram anfordern, Einsicht in meine Daten zu erhalten? Über die Optionen. Es gibt, ich weiß nicht auswendig, weil ich Instagram selten benutze, aber es gibt bei den Optionen irgendwo in den Untiefen, gibt es diese Möglichkeit auch. Ich glaube, das resultiert dann in einer ZIP-Datei mit allen eigenen Postings. Ah, per Mail eine Übersicht zusenden lassen, genau. In der App beantragen, ja. Gelten diese Bestimmungen ohnehin auch, wenn zum Beispiel Google Analytics nicht verwendet wird? Es ist so, die Datenschutzerklärung, die Sie auf Ihrer Homepage anbieten, die muss sich jeweils auf die aktuell verwendeten Services beziehen. Das heißt, Sie können keine generische Datenschutzerklärung nehmen. Je mehr externe Services wie Google Analytics, wie möglicherweise irgendwelche Tracking-Pixel Sie verwenden, desto komplexer wird das Ganze. Ich habe vor einiger Zeit mit Peter Harlander, das ist der österreichische DSGVO-Experte, auch darüber gesprochen, wie das denn so ist, wenn man eine Webseite betreibt, die überhaupt keine externen Cookies verwendet beispielsweise. Sie kennen das wahrscheinlich von den neuen Cookie-Opt-ins, da wird man oft gefragt, was wollen Sie erlauben, nur technisch notwendige Cookies, Analyse-Cookies, Marketing-Cookies, ist vorgeben, dass das so aufgetrennt werden muss. Wenn eine Webseite nur die sogenannten technisch notwendigen Cookies, die man für ein Login braucht, verwendet, dann wäre auch diese Abfrage nicht notwendig. Das heißt, es ist möglich, eine Webseite weitgehend autonom zu betreiben, überhaupt keine Daten zu speichern, auch kein Serverlog zu erstellen. Datenschutzerklärung müssten Sie in jedem Fall online stellen, wenn es sich um eine kommerzielle Webseite handelt, eben zumindest mit der Identität des Anbieters, und da muss eben auch erklärt werden, dass keine Daten gespeichert werden. Auch gute Frage, die Schweiz ist ja nicht in der EU, wie sieht das hier aus, haben die trotzdem die DSGVO implementiert. Die Schweiz hatte vorher schon sehr ähnlich strikte Datenschutzbestimmungen wie Deutschland und es gab eine Angleichung, aber nein, die Schweiz hat die DSGVO, bei der es sich tatsächlich um EU-Recht handelt, nicht in vollem Maß implementiert, hat aber Landesbestimmungen, die, ja, ich denke, ziemlich gleich strikt sind, was den Umgang mit Daten betrifft. Sie kennen vielleicht Parks and Recreation, eine amerikanische Sitcom, eine meiner Favorites. Die Szene ist nur eine Minute lang, nur zum Kontext für die, die es nicht kennen. Der Ron, der männliche Protagonist in dieser Szene, ist der Abteilungsleiter in einer Behörde und die schwarzhaarige junge Dame ist da am Anfang noch seine Praktikantin und sie sprechen dann über digitale Medien. Ja, eine sehr schöne Szene meiner Meinung nach. Eine sehr schöne Szene meiner Meinung nach. Sehr kurz und prägnant. Ich mag die Szene total gern, weil ich denke, so würde es
vielleicht gar nicht so wenigen gehen, wenn sie genauer wüssten, was da wirklich dahinter ist mit der Datenverarbeitung. Die andere Seite der Medaille stellt hier Rechtsanwalt Christian Solmecke sehr anschaulich dar. Ich habe am Anfang auch erwähnt, dass sich die DSGVO ja auch auf analoge Datenspeicherung bezieht. Schauen Sie sich mal das an. Es ist nicht lebensnah, es ist nicht praxisrelevant ausgestaltet. Das sind die Hauptvorwürfe an die DSGVO und tatsächlich geht es dabei genau um dieses Spannungsverhältnis, wie komplex, wie kompliziert darf ich normale Geschäftsvorgänge, beispielsweise die Terminvereinbarung bei einem Friseur, gestalten sinnvollerweise und wie sehr erwische ich auch damit die Anbieter, die wirklich mit von Datenhandel leben oder mit Daten unseriöse Dinge treiben. Auf jeden Fall ein Vorpreschen, man kann es mutig oder übertrieben nennen der EU. Die DSGVO ist die weltweit strengste Datenschutzregelung und wird, wie gesagt, sehr unterschiedlich beurteilt. Man kann es als Standortnachteil sehen, man kann es aber auch als Vorteil sehen. Eine Fußnote noch am Rande dazu. Microsoft war das erste Unternehmen weltweit, das sich committed hat, komplett die Standards der DSGVO auch weltweit einzusetzen. Also so eine Gesetzgebung kann auch eine gewisse Vorreiterrolle schaffen. Auf der anderen Seite, ja, ob und wie sich amerikanische Unternehmen dann tatsächlich daran halten, das steht auf einem anderen Blatt und nicht zuletzt, da gibt es auch eine South Park-Folge drüber. Übrigens, Geschäftsbedingungen oder AGBs sind ja in den meisten Fällen auch gerade bei Social Media Plattformen nicht gerade übersichtlich oder leserfreundlich gestaltet. Sie sehen auch hier bei der DSGVO, Datenschutzerklärungen sollen auf der einen Seite leicht verständlich sein. Auf der anderen Seite, wer möchte schon gerne einen Roman lesen, wenn er eine Webseite besucht? Wir haben es hier also wirklich mit einem Spannungsfeld zu tun und technologisch ist das alles sehr neu, was wir mit Big Data alles in Zukunft überhaupt noch tun können und wer das tun darf, das wird wohl weiterhin auch eine Sache der Entwicklung des politischen Willens und letztendlich auch der ökonomischen Notwendigkeiten auf Anbieterseiten sein. Und damit Dankeschön, das war der offizielle dritte Termin. Wir sehen uns nächste Woche wieder.